Moin zusammen und herzlich willkommen zu Cycle-Diction, eurem Kanal für Inspiration und Information rund ums Rennrad. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man die Kette wechselt. Dabei kommt natürlich zunächst mal die Frage auf, warum und wann muss ich die Kette eigentlich wechseln? Die offensichtlichsten Anzeichen dafür, dass ihr die Kette wechseln solltet, sind: die Kette springt durch beim Schalten, das Ganze hält nicht mehr so richtig im Ritzel, dann ist es deutlich zu spät. Die Kette ist verrostet, auch das ist eigentlich viel zu spät. Oder aus sonst irgendwelchen Gründen läuft die Kette nicht mehr rund. Das ist dann im Regelfall viel zu spät. Was man hingegen tun sollte, um den richtigen Zeitpunkt zum Kettewechseln zu finden, ist eine solche Kettenmesslehre regelmäßig zu verwenden. Ich habe die Kette hier Anfang des Jahres gewechselt. Da das ein Gravelbike ist, hat die einen deutlich höheren Verschleiß als mein Straßenrennrad, weil da kommt mehr Staub dran, die Kette nutzt somit schneller ab. Genau, diese Kettenmesslehre kann man dann hier einmal reintun und wenn sie tatsächlich in die Kette hineinfällt, wie das hier der Fall ist, solltet ihr unbedingt die Kette wechseln, weil sonst entstehen Folgekosten, das Ritzel geht dann kaputt und die Kurbel kann unter Umständen auch kaputt gehen und ja, das wird dann deutlich teurer, als wenn man einfach nur einmal die Kette wechselt. Was genau braucht ihr nun, um die Kette zu wechseln? Erstmal das Offensichtliche. Ihr braucht eine neue Kette. Dazu braucht ihr einen Verschlussmechanismus. Der kommt meist mit der Kette. Ich will aber mal auf die beiden verschiedenen Typen hinweisen. Es gibt die Möglichkeit, eine Kette zu nieten. Dann hat man quasi, ja, sieht man gar nicht wirklich, wo die Kette zusammengemacht wurde. Oder aber es gibt die Möglichkeit, ein solches Kettenschloss zu verwenden. Gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Was ihr noch braucht, ist ein Kettennieter oder eine Zange, um das Kettenschloss zu öffnen. In meinem Fall ist jetzt hier die Kette genietet, das heißt, ich brauche nur den Nieter und kann damit dann die Kette lösen. Wo liegt nun der Unterschied zwischen einem solchen Pin und einem Kettenschloss? Das Kettenschloss hat den Vorteil, dass man es einfacher anbringen kann. Man braucht kein Werkzeug, um es festzumachen. Denn dieses Kettenschloss ersetzt quasi in der Kette ein so ein äußeres Glied. Das kommt dann hier, kommt der Pin durch auf der einen Seite, das hier kommt auf der anderen Seite durch. Dann wird das zusammengesteckt und ja, wenn dann quasi Druck auf die Kette kommt, dann setzen sich diese beiden Glieder ineinander und das Ganze ist fest. Schwieriger ist hingegen das Öffnen. Dafür braucht man eine spezielle Zange und das ist immer wieder ein ziemliches Gefriemel. Zusätzlich ist ein großer Nachteil des Kettenschlosses die Stabilität. Ja, das ist einfach nicht das gleiche wie eine genietete Kette. Wie ihr seht, eine Kette ist grundsätzlich ja fast überall genietet und ja, wenn dann an einer Stelle so ein Schloss ist, ist die Stabilität meist nicht so groß wie bei genieteten. Genau, und da wären wir dann auch schon beim Vorteil der Niete. Hier ist der Aufwand zwar höher, es anzubringen, dafür erreicht man aber eine höhere Stabilität und das Rausdrücken der Niete ist meist dann doch einfacher als mit der Zange. Mein Tipp für die Wahl, wenn ihr zu Hause seid, ist das Nieten einfacher, um die Kette zusammenzukriegen. Wenn man unterwegs ist, kann so ein Kettenschloss aber ja viel einfacher reinzukriegen sein, weil diese Niete unterwegs irgendwo reinzudrücken, wenn die Kette mal gerissen ist, ist der Horror. Daher mein Tipp, Niete zu Hause, Kettenschloss in die Satteltasche, dann ja, könnt ihr im Notfall immer eine gerissene Kette reparieren, denn dann braucht ihr wirklich nur die alte Niete irgendwie rausstechen. Das sollte man im Notfall hinkriegen. Und dann könnt ihr schon das Kettenschloss einsetzen und dann braucht ihr wirklich einfach nur das dran machen, einmal fest in die Pedale treten und dann setzt sich das Kettenschloss und ihr könnt weiterfahren. Im ersten Schritt öffnen wir nun die alte Kette. Dafür suchen wir einmal die Niete. Man erkennt diese daran, dass diese äußerlich etwas anders aussieht als die anderen Nieten. Hierfür würde ich euch empfehlen, Handschuhe anzuziehen, denn die Kette ist meistens relativ schmutzig. Außer ihr habt sie wirklich top gepflegt. So, dann setzt ihr diesen Kettennieter hier einmal so an und dreht vorsichtig den Nieter hier bis an die Kette ran. Achtet darauf, dass das wirklich gerade ist. Und dann könnt ihr diesen Nieter hier einmal so durchdrehen, sodass hier oben die Kettenniete
letzten Endes rauskommt. Am besten setzt ihr, bevor ihr den Niete ansetzt, hier die Kettenmesslehre so ein. Dann habt ihr auch keinen Druck auf der Kette. Ihr habt jetzt bei mir gesehen, die ist ziemlich aufgesprungen, weil ich das mal wieder vergessen habe. Ja, hilft auf jeden Fall, dass euch die Kette nicht um die Ohren fliegt. Wenn die Kette dann gelöst ist, könnt ihr das Ganze hier entfernen und einmal die Kette vorsichtig hier rausziehen, möglichst so, dass ihr den Rahmen nicht zerkratzt. Da ist das gute Stück. Und bitte das jetzt nicht direkt in den Mülleimer schmeißen, denn wir brauchen die jetzt noch, um die neue Kette an die Länge anzupassen. Um die richtige Länge zu bestimmen, haltet ihr die Ketten nun einfach nebeneinander. Achtet darauf, dass oben bei beiden Ketten das innere Stück, quasi das innere Glied ist. Und dann guckt ihr hier auf der anderen Seite, am besten haltet ihr beide auf Spannung. Und dann guckt ihr auf der anderen Seite, wie viele Glieder ab müssen. Hierbei sind es jetzt zwei innere und ein äußeres. Beim Kettenschloss, denkt dran, da müsst ihr ein äußeres mehr abmachen, denn das Kettenschloss ersetzt ein äußeres Glied. So, bei mir sind es jetzt aber hier diese drei, die ab müssen. Und dann habe ich schon die richtige. Für das Kürzen der Kette gilt das gleiche Prinzip. Wir setzen hier wieder vorsichtig den Nieter an. Achtet immer darauf, dass das alles gerade ist, weil sonst könnt ihr euch die Kette auch ruinieren. Und dann drücken wir die Niete einmal aus der Kette hinaus. Wenn ihr die Kette nun auf der richtigen Länge habt, könnt ihr diese wieder einfädeln. Am besten einmal von oben durch den Umwerfer durch, dann auf die Kurbel legen, das Ganze ein bisschen da reinziehen. So. Hier hinten führt ihr die Kette dann über die Kassette, möglichst in dem Gang, in dem sich auch das Schaltwerk befindet. Am cleversten ist es natürlich, das Schaltwerk vorher auf einen einfacheren Gang zu schalten wie den ersten, der ist einfacher zu finden. Und dann fädelt ihr die Kette hier unten durch. Und jetzt ist wichtig, hier unten ist noch so ein Metallstück. Da müsst ihr hinterher. Das heißt, hier nochmal rein und dann hier unten um das untere Röllchen außenrum, damit das S-förmig verläuft und damit ist es richtig eingefädelt. Eine Sache gibt es noch, die ihr unbedingt prüfen müsst beim Einfädeln, und zwar sollte die Schrift, die ihr hier seht, immer auf dieser Seite sein, also vom Fahrrad weg. Auf der anderen Seite ist keine Schrift, denn ja, so eine Kette hat eine Laufrichtung und das steht hier auch extra auf der Verpackung, dass man genau die Schrift nach außen haben sollte und die nicht beschriftete Seite nach innen. Im nächsten Schritt schnappt ihr euch wieder die Kettenmesslehre, hakt das Ganze ein, einmal hier und einmal hier. So, und dann könnt ihr hier ohne Druck an der Kette arbeiten. In dem Fall, in dem ihr ein Kettenschloss verwendet, müsstet ihr jetzt, dann hättet ihr hier dieses äußere Glied nicht dran, müsst ihr hier quasi das Ganze einmal reinstecken und dann auf der anderen Seite ins innere Glied rein und von der anderen Seite das Ganze zusammenstecken hier. Und dann seht ihr, das ist jetzt gerade hier ein Stück weit versetzt. Wenn jetzt da Druck drauf kommt, dann setzt sich dieses Schloss und ja, es ist feste. Und um das zu lösen, müsstet ihr dann quasi die beiden Pinne entgegen, also zueinander hindrücken mit einer speziellen Zange und dann ja, ist das Ganze wieder offen. So, wir machen das Ganze jetzt hier aber mit einer Niete fest. Dafür setzt ihr die Glieder möglichst genau übereinander und ja, hier diese Nieten haben immer eine Steckhilfe. Das heißt, der eine Teil ist etwas dünner und ist daher relativ einfach schon hier durchzuschieben. Dann sitzt diese Niete erstmal provisorisch. Jetzt müssen wir das Ganze hier wieder einsetzen und das Ganze hält jetzt deutlich genauer als vorhin. Denn wenn man hier
auch nur ein bisschen schräg die Kraft anwendet, dann kann es sein, dass die Niete von der Steckhilfe abbricht und dann ist es deutlich schwieriger, diese Niete noch in die Kette reinzubekommen. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Es ist jetzt genau, gerade geht es hier drauf und jetzt, ja, drücke ich hier langsam, aber beständig Pin in die Kette rein. Das geht am Anfang relativ schwer, dann wird es auf einmal zur Mitte hin etwas einfacher und am Ende geht es dann wieder etwas schwerer und ihr müsst dann so lange drücken, bis das Ganze wirklich bündig mit der Kette zusammen ist. So, und jetzt sehen wir hier, das Ganze ist drin, das Kettenglied bewegt sich, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur noch die überstehende Nietenhilfe abbrechen. Am besten nehmt ihr eine Zange dazu. Könnt ihr jetzt hier dran und die Niethilfe abbrechen. So, jetzt nehme ich das Ganze mal raus und teste mal, wie gut sich das bewegt. Sieht eigentlich ganz gut aus. War ein bisschen zu weit drin. Ich habe jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen gegen gedrückt, dass das ein bisschen glatter wird. Und ja, wichtig ist, das Ding muss sich gut bewegen. Genau wie die anderen hier. Muss es leichtgängig sein. Ja, weil manchmal ist die Niete ein bisschen zu weit drin oder noch nicht weit genug drin, dann geht das Ganze recht schwer, aber hier ist jetzt okay. Ja, es bewegt sich. Ja, und damit seid ihr schon wieder ready to go. Denn diese Kette, ihr könnt es dann auch mal testen, am besten einmal durchlaufen, durchschalten, gucken, dass alles rund läuft. Die Kette ist von Werk aus, sind die meist geölt, das heißt also, ja, da ist eine Fettschicht drauf. Ihr müsst da nicht unbedingt direkt Öl drauf knallen. Und wenn, nur in ganz geringen Maßen, damit sich nicht der Dreck dann in diesem Öl festsetzt. Damit bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Und ja, wenn ihr mehr Infos und Inspiration rund ums Rennrad haben wollt, dann klickt doch auf Abonnieren. Würde mich riesig freuen. Ich poste regelmäßig Touren, Reviews und Tutorials. Also dann, macht's gut. Stay cycle addicted.